Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute ein Unboxing. Ich habe nämlich von Sanisi eine Anfrage bekommen, also deswegen wird hier irgendwo auch Werbung stehen, ob ich eine LED-Lampe testen wollen würde. Und das hat mir ganz gut reingepasst, weil ich suche noch eine LED-Lampe für meinen Schreibtischbereich, für oben, wenn wir streamen. Die werden wir jetzt mal auspacken. Die ist auch für den Outdoor-Bereich. Die werden wir nachher auch noch testen im nächsten Video. Aber erstmal geht es ums Unboxing. Ich mache das mal so ein bisschen rüber, dass ich euch denn hier vorne halt die Sachen hinlegen kann. Light up your world. Okay. Dann haben wir ein Outdoor LED Follow Light User Manual. Ich denke mal, dass da nicht so viel zu beachten ist, außer dass man es hinstellt und Strom, also mal ganz festschrauben. Das ist ja ein Suit für oben an der Decke. Welche Frage? Wir haben US, DE, FR, also für Frankreich, und CN für China haben wir drin. DE ist ab Seite 6. Oh. Das ist jetzt nicht jetzt weltbewegend, nicht? Aber alles selbsterklärend. Na, ja, wir mal gucken. So, dann haben wir hier. Oh, das ist aber schwer. Oh, das hat Gewicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Gewicht hat. So, ich hole mal schnell die Küchenwaage. So. Ich habe mal die Küchenwaage geguckt. Wir müssen die mal auf 0 setzen. Aus, an. So. Ich werde auch mal die Folie abmachen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Über ein Kilo. Also 1 Kilo und 169 Gramm. In Gramm ganz genau, weil 1169. Ich habe nur wieder auf Gramm wieder zurückgestellt, sonst meckert meine Frau. Also das hat mehr Gewicht, als ich eigentlich gedacht habe. Man kann hier durchgucken. Ich zeige euch das jetzt gleich mal vom Nahen. So, das sind dann die LEDs. Und dann kann man hier so, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass man da durchgucken kann, so relativ. Aber dass die so ein Gewicht haben und so viel Kühlung brauchen, ja, da bin ich mal gespannt. Also da bin ich jetzt mal richtig gespannt. So, legen wir mal beiseite. User Manual. Dann haben wir hier soll das sein, eine Antenne? Eine Schraube. So, wir haben hier eine lange Schraube mit bei. Die Hülse. Funktioniert auch alles. Ich mache die mal wieder drauf. Weil bei meinem Glück verliere ich wieder irgendwas. Ich denke mal, die ist dafür da, dass man sie anschrauben kann. Müsste ja auch dastehen. So. Und dann haben wir hier die Fernbedienung.
Was haben wir hier drauf? So ein bisschen Silber gebürstet sieht sie aus. Dann der Name der Firma und dann haben wir halt hier verschiedene Orange, Grün, ja. Und dann haben wir hier verschiedene Abstufungen der Farbe. Wir haben hier Pfeiltasten. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben Weiß mit bei R, G, also Rot, Grün, Blau. Also wir werden das mal durchtesten, Eilert. Nachher M1, M2, M3, M4. Das werden vielleicht feststellbare Tasten sein oder Modis, die wir zur Auswahl haben. Und natürlich On und Off. Und da müssen wir mal gucken, sind Batterien drin? Es sind keine Batterien drin, wir müssen Batterien kaufen. Ich habe ja Gott sei Dank nur welche, die werde ich gleich mal holen. So, ich habe jetzt Batterien geholt. Das sind diese Dreifach-A-Batterien, die da reinkommen. Zeichnung ist auch drauf, wie rum sie reinkommen. Den roten, also der Druckpunkt der Knöpfe ist gut. Wir haben auch kein rotes Licht oder so, was uns anzeigt, dass wir irgendeine Taste gedrückt haben. Jetzt kommen wir wieder zum Hauptgerät nochmal. Ich werde das mal... Ihr könntet nämlich so hinstellen. Das ist ein richtig dicker Stromkabel. So, ich zeige euch den nochmal. Der ist wirklich sehr massiv, sehr dick. Und wir haben dann halt die Möglichkeit, ich mache das mal ein bisschen zur Seite, so. Müsst ihr halt aufpassen, weil hier an der Seite kommt der Kabel raus. Und dass ihr dann mit dem Standfuß nicht zu weit rangeht, sonst könnt ihr euch den Kabel abknicken, beschädigen oder so. Der ist jetzt eigentlich auch nur gedacht dafür, dass man das dann praktisch so hinstellen kann. Da braucht auch keine Angst haben wegen dem Stromkabel. Das ist alles so gemacht, ja, wenn man das anhöht, ja, und wenn man es flach macht, gut, so flach sollte man es jetzt nicht machen, aber bis zur Hälfte kann man es machen, ohne dass der Kabel irgendwie geknickt wird. Und ihr könnt auch, wenn ihr das wollt, wir haben hier Löcher drin, also hier lange und hier ein kleines Loch, könnt ihr das auch an die Wand machen. Und dann, wenn ihr euch das vorstellt, ich mache das mal andersrum über Kopf. Ihr habt das jetzt an der Wand so, dran. Dann könnt ihr das praktisch, wartet mal, ich mache euch mal was höher. So, ihr habt das dann so an der Wand, dann könnt ihr das Richtung Decke machen oder nach unten. Geht natürlich auf der Seite hoch, wenn ihr das an der Wand habt. Muss nur gucken, dass ich das halt kriege. Könnt dadurch, dass der Kabel praktisch, wenn ihr den oben lang weglegt, ich muss den hier mal durchziehen. So, wenn ihr den oben lang weglegt, den Kabel, ja, dann könnt ihr auch gerade machen praktisch. Dass es einfach runter leuchtet oder halt schräg. Da könnt ihr auch, aber wie gesagt, ihr müsst den Kabel hier hinten einmal so durchziehen. Dann könnt ihr das auch so schräg machen, wie ihr wollt. Ja, also bis hier die Einschränkung kommt. Also das ist natürlich klar. So, das ist also praktisch fast liegend, aber das will ja keiner. So, ich denke mal, die meisten werden es auch so betreiben, dass es steht. Aber das Gewicht ist jetzt echt wirklich sehr, sehr massiv. Also das ist mein, sozusagen der erste, ist ja fast wie ein Baustrahler, Outdoor-Licht, aus LEDs. Ich bin mal sehr gespannt. Wir werden jetzt im nächsten Video, wenn wir mal anmachen, die einzelnen Modis durchgucken. Ich mache dann hier alles dunkel.
Und ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht. So. Hoppala. Ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wo wir uns die Hardware dann genauer angucken werden nochmal. Ich habe jetzt schon viel zu viel Hardware gemacht. Und die Lampe auch mal betreiben werden und mal gucken, wie hell sie ist. Ich bin dann jetzt mal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Test.